Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video geht es um den JTAG Vigor 2862 AC, das Topmodell bzw. das neue Topmodell der Modem-Router von JTAG. Diesen Router gibt es in verschiedenen Varianten. Die gibt es einmal natürlich in der hier gezeigten Variante als AC-Modell, dann gibt es noch Varianten für LTE und Varianten, die ganz ohne WLAN oder LTE auskommen. Also es gibt wie gesagt verschiedene Modelle, das kann man sich auf der Seite von JTAG, die auch nochmal in der Beschreibung steht, dann nochmal genauer angucken, falls man da bestimmte Features nicht braucht oder zum Beispiel LTE benötigt. Der Router selber hat verschiedene Features. Einmal verfügt er über ein VDSL Vectoring fähiges Modem, dann haben wir AC Wave 2 im WLAN, genauer gesagt dann sogar mit 4 parallelen Streams, also 4x4. Und MUMIMO, also Multiple User, Multiple Input, Multiple Output, also das Beste vom Besten ist verfügbar. Das Gerät selber verfügt dann natürlich über die ganzen Features, die die JTAG Vigor-Reihe, der 28er-Reihe, verfügt. In diesem Fall ist es dann natürlich das Modem, das hatten wir ja schon erwähnt, USB, die Möglichkeit VPN zu nutzen, genauer gesagt mit 32 VPN-Tunneln, davon 32 als IPsec-VPN und 16 kann man als SSL-VPN einrichten. Das Ganze ohne Extra-Lizenz, also ist alles schon integriert. Dann haben wir das JTAG-übliche Content-Security-Management und damit auch sehr viele Möglichkeiten, über die Firewall bestimmte Dienste zu aktivieren, deaktivieren, nach ja, Diensten auch zu filtern. Und als Upgrade-Möglichkeit gibt es dann auch noch einen Content-Filter. Dafür steht einmal das BPJM-Modul zur Verfügung, also das Modul der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Hierbei wird halt das Ganze von dieser Seite aktualisiert, beziehungsweise da bezieht das Ganze seine Daten her. Alternativ steht dann auch noch der Siren Web Content Filtering Service zur Verfügung. Dieser kostet dann allerdings, wie das üblich ist bei Content Filter, die cloudbasiert sind, natürlich ein jährliches Abo, beziehungsweise es gibt halt unterschiedliche Abo-Modelle, je nachdem, wie lange man den Service dann auch nutzen möchte oder mit wie vielen Usern und so weiter. Dann, ja, WLAN hat dieses Modell. Wie gesagt, das haben nur Modelle, die N oder AC in der Bezeichnung auch drin haben. Das N-Modell hat halt nur WLAN nach N-Standard und das AC-Modell verfügt dann halt über die 4 Antennen und auch, wie eben schon gesagt, MUMIMO und so weiter. Dann haben wir noch die Möglichkeit, ein Access Point Management zu nutzen. Das ist quasi ein WLAN-Controller. Dieser kann relativ viele Access Points dann auch zentral verwalten. Was hier an dem Gerät wirklich schön ist, ist, dass wir sehr, sehr viele Features ohne Lizenz haben. Das heißt, man braucht sich nicht die Gedanken machen, ob ich jetzt die Lizenz schon habe, um ein bestimmtes Feature zu nutzen, sondern ich kann es einfach nutzen. Es gibt wirklich nur wenige Sachen, wo man noch eine extra Lizenz für benötigen würde. Dann kommen wir zum Punkt, was kostet der Router? Der Router hat natürlich einen Preis. Die UVP liegt bei diesem Modell bei ca. 350 Euro. Im freien Handel ist das Gerät minimal günstiger erhältlich, also ich habe mal im Preisvergleich geguckt, so ab 330 Euro rum kann man das Ganze erwerben. Damit kommen wir zum Unboxing des JTAG Vigor 2862 AC. Wir müssen den ganz einfach öffnen, dazu gehen wir dran, öffnen hier oben die Lasche, das sieht man jetzt leider nicht gerade und dann schieben wir hier den Riegel auf und das Gerät lässt sich dann entpacken. Das ist der Inhalt jetzt erstmal. Wir haben hier als erstes mal noch eine Karte zur Produktregistrierung und dann haben wir hier sofort das Gerät. Das ist der neue JTAG 2862 AC. Wir packen ihn gerade mal kurz aus. So sieht das Gerät dann schon mal von vorne aus. Hat hier 4 Gigabit LAN-Ports, einen WAN-Anschluss und halt den Vectoring VDSL-Anschluss sowie hier nochmal 2 USB-Anschlüsse. Das Gerät ist genauso kompakt ungefähr wie der JTAG 2860, also das Vorgängermodell. Aber hier kommen wir jetzt zum großen Unterschied. Wir haben hier einmal natürlich 4 Antennenanschlüsse. Das Gerät unterstützt AC Wave 2, aber das ist noch nicht alles. Es unterstützt natürlich auch Multiple User, Multiple Input, Multiple Output, also MUMIMO. Das heißt also wirklich das Neueste vom Neuesten, Beamforming etc. natürlich auch. Das Gerät hat also wirklich die WLAN-Ausstattung, die im Moment State of the Art ist. Also wirklich das
Beste vom Besten. Vorne sehen wir die Unterschiede zum 2860. Ne? Wir haben jetzt hier zwei LAN-Ports weniger. Das ist ein bisschen schade, aber wird wahrscheinlich aufgrund der besseren oder größeren WLAN-Hardware dann wahrscheinlich nicht möglich gewesen sein. Aber das kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, ansonsten sind die Unterschiede halt eher nicht da. Also wir haben hier ganz normal wie früher den Anschluss. Wir haben hier ganz normal wie früher auch Stromanschluss hinten und den Anschalter. Jetzt schauen wir uns mal die restliche Hardware dann noch an. Hier finden wir erstmal dann wieder den prophylaktischen Zettel, der bei allen Draytech-Produkten beiliegt. Da steht wie üblich drauf, dass man den Support erstmal kontaktieren soll, bevor man eine Reklamation macht. Einfach weil bei Draytech-Produkten oder wahrscheinlich auch generell bei IT-Produkten im Business-Bereich werden viele Geräte, die zurückgeschickt wird, einfach nur falsch konfiguriert. Das heißt, die haben keinen Defekt, sondern sind einfach nur fehlerhaft in Betrieb genommen worden. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Karton. Da ist das Netzteil drin. Das ist nochmal extra geschützt in der Folie. Das sieht auch ganz anders aus als das vom 2860. Von der Leistung her verfügt dieses Netzteil als Output 12 Volt und das Ganze mit 2,5 Ampere maximal. Das bedeutet, die maximale Leistung des Netzteils liegt bei ca. 30 Watt. Was haben wir dann noch? Hier haben wir dann noch Anschlusskabel. Einmal sieht man jetzt hier wahrscheinlich nicht ganz so gut. TAE-Anschluss auf RJ45 für den DSL-Anschluss. Und das Ganze dann nochmal mit zweimal RJ45, sofern man zum Beispiel ein Patchpanel oder sowas benutzt. Machen das hier mal auf. Dann haben wir hier noch ein Gigabit-Netzwerkkabel drin. Und jetzt schauen wir mal, was hier drunter ist. Hier können wir das Ganze öffnen. Und dann haben wir hier einmal noch Dübel und Schrauben für eine Wandmontage. Und dann noch die Bedienungsanleitung, die beiliegt, ist in dem Fall ein Quick-Start-Guide. Also für die Erstinstallation jetzt keine richtige Bedienungsanleitung, sondern halt für die erste Betriebnahme. Und dann haben wir hier noch zwei so kleine Sets mit zusammen insgesamt halt vier Antennen. Das Gerät unterstützt ja, wie schon erwähnt, Mumimo und das Ganze mit vier parallelen Streams, also 4x4 ist dann die Mumimo-Variante. Die Antennenverpackungen sind dabei relativ fest, das heißt, man sollte sich dann besser direkt eine Schere anlegen, ansonsten wird es anstrengend, die aufzureißen, weil die sind, wie gesagt, sehr robust, das als kleiner Hinweis noch. Dann holen wir mal erstmal die Antennen raus. Die Antennen sind dann, hier steht es auch unten, für 2,4 und 5 GHz Frequenzband geeignet. Dann haben wir hier noch die Folie über dem Draytech-Logo, die ziehen wir nochmal gerade ab. So sieht das Logo aus. Draytech-typisch ist das Logo verchromt. Und jetzt kümmern wir uns um die Antennenmontage. So, das heißt, wir schrauben die Antennen einfach hinten an. Und dann positionieren wir die Antennen und können die dann so nach oben klappen oder in andere Richtung, also je nachdem, wie man das halt dann benötigt. So, das war's schon. Vier Antennen hinten, wie gesagt, das ist natürlich schon sehr eindrucksvoll. So sieht das Gerät dann, wie gesagt, fertig zusammengebaut aus. Jetzt würden wir die Inbetriebnahme machen, das heißt, wir holen uns noch das DSL-Kabel auf der einen Seite. Das DSL-Kabel wird dann ganz normal angeschlossen, kann man dann nochmal vorher entdröseln und dann wird das hier vorne in den DSL-Anschluss einfach eingesteckt. So geht das. Nachdem wir dann noch die Netzwerkverbindung und Stromversorgung hergestellt haben, kommen wir zur Einrichtung. In dem Fall ist die Standard-IP-Adresse des Draytech 2862 die IP-Adresse 192.168.1.1. Hier müssen wir dann noch das Zertifikat bestätigen und dann können wir auf das Gerät zugreifen. Die Standardzugangsdaten sind ganz einfach Admin und als Kennwort ebenfalls Admin. Dann loggen wir uns einfach ein. Hier kommt dann als erstes eine Warnung und zwar, dass wir das Standardpasswort nutzen. Das soll man dann im Optimalfall auch ändern. Das werden wir im Nachgang noch machen. Wir bestätigen jetzt erstmal hier und dann sind wir auf der Draytech Administrationsoberfläche. In dem Fall sieht das Webinterface genauso aus wie auch beim Vorgängermodell, mit der einzigen Änderung, dass hier oben eine 2 ist und dass wir hier natürlich andere Ports haben, die hier angezeigt werden. Dementsprechend dann hier auch Änderungen in der Konfiguration, das ist klar.
Außerdem sieht man hier in der Übersicht direkt die DSL-Geschwindigkeit, mit der sich das Gerät synchronisiert hat. In dem Fall sieht man jetzt hier, das ist an der Stelle wichtig, ist ein Vectoring-Anschluss, sieht man diese ganz niedrige Synchronisationsrate im Vergleich zu dem, was der Anschluss normalerweise bietet. Liegt an der Firmware. Wir haben hier die STD, also die Standard-Firmware drauf. Die ist, wie gesagt, nicht für Vectoring geeignet, sondern braucht die Vectoring-Firmware. Um diese runterzuladen, muss man natürlich dann erstmal Internet herstellen. Und deswegen richten wir das Gerät jetzt erstmal grundsätzlich ein. Das heißt, wir gehen hier seitlich links auf Wizards und gehen dann erstmal in den Quick Start Wizard, um das Gerät grundlegend einzurichten. Hier müssen wir dann zuerst ein Kennwort vergeben, ein neues. Das machen wir ganz einfach. Sollte natürlich möglichst sicher gewählt werden, das ist klar, einfach um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten. Dann gehen wir hier auf Weiter. Dann haben wir hier als erstes das Warn-Interface. Warn 1 ist die DSL-Schnittstelle, wählen wir hier auch aus. Wir können dann hier zum Beispiel Telekom Entertain VDSL als Anschluss angeben oder auch nur Telekom VDSL. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, den VLAN-Tag zu aktivieren, wenn wir das möchten. In dem Fall wird das Ganze hier für VDSL 2 gemacht, das ist auch korrekt so. Und der Tag-Value ist dann 7 bei den BNG-Anschlüssen. Dann gehen wir hier auf Next und damit befinden wir uns dann auch schon in der Einrichtung von dem Internetanschluss. Hier wählen wir dann aus PPPoE, das ist auch klar, haben dann hier noch die Möglichkeit, die Encapsulation einzustellen. Das ist für uns jetzt nicht relevant, weil wir natürlich VDSL nutzen. Zusätzlich gibt es dann hier noch die Möglichkeit, die IP-Adressen einzustellen. Möglich ist hier auch eine primäre DNS-Adresse einzustellen. Diese ist standardmäßig die Adresse von Google. Man kann dort dann auch eine eigene nehmen, je nachdem, wie einem das recht ist. Dann gehen wir auf Next und befinden uns dann in der WAN 1 Konfiguration. Ich nenne den Service jetzt erstmal Telekom und dann kommt der Username. Der Username setzt sich je nach Anbieter unterschiedlich zusammen. Hier im Falle der Telekom ist das Ganze folgendermaßen. Als erstes kommt die Anschlusskennung, dann kommt die T-Online-Nummer und danach noch die Mitbenutzernummer @t-online.de und dann ganz normal das persönliche Kennwort als Passwort. Dann gehen wir hier auch wieder auf Next und haben dann hier nochmal die Übersicht und gehen im Anschluss auf Finish. Am Ende des Wizards fliegt man dann aus dem Webinterface raus. Das hat einfach den Grund, dass das Kennwort geändert wurde. In dem Fall muss man sich dann einfach nochmal neu einloggen, um wieder aufs Webinterface zugreifen zu können. Das machen wir jetzt und damit befinden wir uns dann wieder auf dem Webinterface des Straytech Routers. Man sieht hier jetzt auch, die VDSL-Verbindung ist hier auf Connected und hat auch eine öffentliche IP-Adresse hier bezogen. Das heißt, der Internetzugriff hat soweit schon funktioniert. Das heißt, wir laden jetzt noch die Firmware runter, die Vectoring-Firmware für den Router und machen dann gleich das Update. Um ein Update der Firmware dann durchzuführen, ist es in dem Fall notwendig, dann in den Bereich System Maintenance zu gehen. Und hier gibt es dann den Punkt Firmware Upgrade. Hier gehen wir dann drauf, wählen dann wahlweise aus Check the Latest Firmware über den Online-Dienst oder wir können einfach ein Firmware Upgrade per File machen. Machen wir in dem Fall so. Das heißt, wir gehen hier auf Durchsuchen und können dann hier die richtige Firmware auswählen. Wie immer bei Draytech gibt es zwei Arten der Firmware. Einmal die All-Firmware und die RST-Firmware. Die RST-Firmware resettet die gesamte Konfiguration, dann hat man einfach wieder ein sauberes Gerät. Oder die All-Firmware, die dann einfach nur ein Firmware-Upgrade durchführt, ohne eine Änderung der Konfiguration. Wir nehmen jetzt hier die All-Firmware, gehen hier auf Öffnen und machen dann hier das Upgrade. Dann müssen wir das Ganze nochmal bestätigen. Da kommt eine Aufforderung, dass die Stromverbindung natürlich während dem Update nicht unterbrochen werden darf. Nach kurzer Zeit kommt dann eine Bestätigung, dass die Firmware erfolgreich hochgeladen wurde. Wir müssen dann hier noch auf Restart klicken. Dann wird der Router neu gestartet und die neue Firmware aktiviert. Machen wir jetzt in dem Falle mal und dann startet der Router neu. Das Ganze dauert maximal 10 Sekunden, also die Draytech-Router generell starten extrem schnell. Dann müssen wir uns erneut in das System einloggen. Wie gesagt, 10 Minuten Wartezeit, bis der Login dann wieder funktioniert. DSL ist jetzt noch nicht synchron, sieht man hier. Ne? Also der Router startet natürlich schneller neu, als der DSL dann synchronisiert. Logisch, denn der DSL beginnt erst mit der Synchronisierung, nachdem der Router wieder läuft. Hier sieht man dann schon mal im Bereich Firmware-Version, dass die neueste Firmware für Vectoring auf dem Gerät aufgespielt wurde.
Unter bestimmten Bedingungen ist es empfehlenswert, den Router nochmal neu zu starten, denn jetzt ist auch hier die volle Performance von dem Vectoring-Anschluss vorhanden. An der Stelle noch ein kleiner Tipp: Im Bereich WAN dann auf General Setup und hier auf WAN 1, also für den DSL, gibt es hier die Möglichkeit, zwei verschiedene DSL-Modem-Codes auszuwählen. Gegebenenfalls probiert man hier mal den anderen aus, wenn nicht die volle Bandbreite anliegt. Das noch so ein kleiner Tipp am Rande. Damit ist die Konfiguration des Straytex grundlegend abgeschlossen, also die Internetverbindung ist dann hergestellt. Jetzt möchte ich noch schnell die LAN-IP-Adresse bzw. das Netzwerk anpassen. Dazu gehen wir dann auf LAN, General Setup und hier auf Details Page. Hier ändern wir jetzt Folgendes ab. Erstmal die IP-Adresse. Hier setzen wir das Ganze auf 0.19. Das ist die IP-Adresse, die das Gateway bei mir im Netzwerk haben soll. Dann haben wir hier die DHCP-Server-Konfiguration. Hier soll das Ganze angepasst werden. Muss natürlich dann entsprechend auf das Netz angepasst werden. Hier tragen wir in dem Fall jetzt 1.99, also 0.99, und hier ist der IP-Pool-Counter. Das heißt, wir tragen hier 50 ein und dann haben wir 50 IP-Adressen von 0.99 bis 0.149, die diesem Pool, diesem IP-Adresspool zugeordnet sind. Die Gateway-IP-Adresse müssen wir dann auch nochmal hier händisch eintragen, ist in dem Fall dann die 0.19 natürlich. Die Leastime kann bei Bedarf angepasst werden. Und dann gibt es hier unten noch die Möglichkeit, die DNS-Server-IP-Adresse anzupassen. Ist dort nichts eingetragen, wird dort ganz normal die Gateway-IP-Adresse konfiguriert. Dann gehen wir auf OK und damit wird das Ganze dann eingestellt. Hier gibt es dann auch nochmal eine Meldung, dass die IP-Adresse sich geändert hat und dass der Router einen Neustart ausüben wird. Das heißt, wir gehen hier auf OK, nehmen dann hier Using Current Configuration, das heißt, dass die Konfiguration dann so übernommen wird. Und dann gehen wir hier auf OK. Der Router startet jetzt neu, ist dann erreichbar unter der 0.19. Das Ganze dauert wie üblich bei Draytech nur 10 Sekunden. Unter der IP-Adresse 192.168.0.19 finden wir den Router jetzt wieder, müssen das Zertifikat wieder bestätigen und können uns dann wieder am Router einloggen. Das funktioniert dann relativ einfach und damit sind wir jetzt wieder auf dem Router drauf. In dem Fall ist DSL noch nicht connected, wie gesagt, das dauert immer einen kleinen Moment. Jetzt möchte ich als nächstes noch das WLAN grundsätzlich konfigurieren, das heißt, wir gehen hier in den Bereich Wireless LAN. Wir haben hier zwei Bereiche, einmal fürs 2,4 GHz Frequenzband und einmal fürs 5 GHz Frequenzband. Das heißt, wir gehen hier in den Bereich Wireless LAN, einmal fürs 2,4 GHz Frequenzband und einmal fürs 5 GHz Frequenzband. Wir gehen jetzt zum Beispiel hier mal ins 5 GHz Frequenzband, gehen auf General Setup, können dann hier die SSIDs verwalten, also vier Stück an der Zahl, und auch den Modus vom WLAN und natürlich den Kanal. In dem Fall gibt es hier folgende Modi zur Auswahl. Man kann 11a, 11n und natürlich die Mixed-Varianten auswählen. In dem Fall wählen wir die unterste Auswahl, die auch AC kann. Können dann den Channel bei Bedarf noch manuell konfigurieren oder mit Auto. Und dann können wir hier eine SSID zum Beispiel festlegen. Jetzt einfach mal CLP Tutorials. Können wir das Ganze mit OK bestätigen und damit haben wir das schon konfiguriert. Als nächstes müssen wir natürlich das Kennwort zu dem WLAN setzen. Es geht im Bereich Security, also wieder Wireless LAN 5 GHz und dann Security. Und hier können wir dann ein beliebiges neues Kennwort setzen. Die verschiedenen Methoden stehen hier zur Verfügung. Kann man dann nach eigenem Bedarf einstellen und dann einfach mit OK auch wieder bestätigen. Und damit sind wir eigentlich durch. Weitere Informationen zu Draytech-Produkten findet ihr auf mehrere Art und Weise. Einmal könnt ihr auf die Website von Draytech gehen. Das ist die Website www.draytech.de. Und zusätzlich gibt es auf meinem Kanal noch ein paar Videos zu Draytech. Da gibt es eine Playlist, die Draytech Tutorials heißt. Und da findet ihr noch einige weitere Videos. Damit endet dieses Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.